Moment mal, nicht so schnell. Hört nicht auf diesen Stümper. Wir haben noch etwas zu erledigen in diesem Part. Denn wir wären jetzt gerade bei, ich glaube, 24 Minuten. Und ich denke mir so, da passt doch bestimmt noch was rein. Und, naja, geben wir einfach mal die Quest ab. Sagen, hey, König Dorophan, wir haben den Titan befreit von Ganons Verheerung. Und haben Mifas Seele dem, naja, dem Himmel zukommen lassen. Ich glaube, er wird darüber ziemlich erfreut sein. Und Prinz Sidon auch. Oh, Link, es ist gut, dich gesund und munter wiederzusehen. Wir haben ungeduldig auf dich gewartet. Wow, wo kommt ihr jetzt alle her? Wow. Der Regen hat aufgehört, als wäre er nur ein böser Traum gewesen. Somit ist unser Dorf nicht länger in Gefahr. Auch der Rest von Hyrule ist jetzt nicht mehr von einer Überflutung bedroht. Weil du den Wassertitan besänftigt hast und das Dorf der Soras gerettet. Ist das Dorf der Soras gerettet? Du hast mehr vollbracht, als wir zu hoffen gewagt hätten. Im Namen unseres Volkes möchten wir dir danken. Link. Ah, Link. Ich bereue, dass ich zu hart zu dir war. Mifa hat... Was, Mifa war dir alles andere als egal. Das ist mir jetzt klar geworden. Im Namen des ganzen Senats sollte ich mich bei dir bedanken. Wir haben euch Hylianna zu Unrecht verurteilt. Ich hoffe, du kannst uns nach verzeihen. Okay. Ja. Link, erlaube uns, dir zum Dank eine Belohnung zu überreichen. Bitte nimm den Inhalt dieser Schatztruhe an dich. Darin befindet sich ein Andenken an Mifa, ein Gegenstand, der ihr lieb und teuer war. Als Zeichen unserer Freundschaft möchten wir, dass du ihn von nun an verwendest. Halte ihn in Ehren. Übrigens, Link, wo ist denn das heilige Bandschwert? Als du dein Gedächtnis verloren hast, hast du auch das Bandschwert verloren? Das Bandschwert? Du kannst dich wirklich nicht daran erinnern? Du warst der einzige Direkten, der dieses Schwert führen konnte. Wir sind uns sicher, dass es irgendwo darauf in Hyrule wartet. Moment, wir sind sicher, dass es irgendwo in Hyrule darauf wartet. Moment. Wir sind uns sicher, es wartet irgendwo in Hyrule darauf, dass dein Weg dich zu ihm führt. So ist es richtig. Link, im Namen aller Sora danken wir dir für das, was du hier verrichtet hast. Und du, Sidon. Als sein Vater sind wir von großem Stolz erfüllt, dass du Link an Links Seite mit dem großen Titan gerungen hast. Du hast dich zu einem guten Sora entwickelt. Eines Tages wirst du ein würdiger Nachfolger für uns werden. Vater. Der Dauerregen hat ein Ende und der Titan ist zurückgekehrt. Es gibt einiges zu feiern. Link, das war spitze. Ich danke dir vielmals. Du hast unser Dorf vor der Auslöschung bewahrt. Dankbarer könnte ich dir gar nicht sein. Du bist wirklich einsame Spitze. Der Wassertitan Varuta ist geschafft. Jetzt haben wir eine Quest weniger. Na, was sagt König Dorophan? Link, wir sind dir zu großem Dank verpflichtet. Dank dir ist unser Dorf gerettet. Auch die übrigen Soras im Dorf können ihr Glück kaum glauben. Jedoch, Link, eine Frage brennt uns auf der Zunge. Du bist aus Varuta zurückgekehrt. Mifa jedoch nicht. Ist es, wie wir fürchteten? Fürchten? War es schon zu spät? Ich sah ihren Geist. Das war irgendwo gruselig. Mäh. Das war voll gemein, die Szene. Mäh. Ganon ist doof. Ihren Geist? Das heißt, Mifa ist... Hat sie etwas gesagt?
Oh, Mifa. Und wir konnten nichts tun. Doch letztendlich hat Mifa ihre Pflicht als Recke erfüllt. Als ihr Vater ist es unsere Aufgabe, über sie zu wachen. Link, sie hat dich wirklich geliebt. Dir erneut zur Seite stehen zu können, erfüllt sie sicherlich mit Freude. Bitte versprich uns, dass du Mifa niemals vergisst. Ich denke an sie. Sie ist immer bei mir. Sie ist immer bei mir. Klingt irgendwo besser. Ja, ich finde es schöner zu sagen, sie ist immer bei mir. Wir danken dir für deine Worte. Sie bedeuten uns viel. Wenn du jemals in Schwierigkeiten sein solltest, dann wende dich an uns, Link. Unser ganzes Volk wird dich jederzeit mit offenen Armen empfangen. Wir danken dir, Link, vom ganzen Herzen. Oh, ist die Frage, werden wir jemals noch seine Hilfe brauchen? Irgendwann? Ich meine, in anderen Zelda-Teilen hätte ich gesagt, okay, bestimmt, hundertprozentig. Aber in diesem hier? Schauen wir, was in der Kiste ist. Ich hätte mich schon gefragt, wann ich so eine Lanze bekomme. Die Lichtschuppenlanze. 20 Schaden, nett. Die einzigartige Waffe der großen Mifa. Für ihre Heilkräfte ist Mifa berühmt, aber dass sie auch eine erstklassige Lanzenkämpferin war, ist weniger bekannt. In deiner Tasche ist kein... Komm schon. Was mir auch aufgefallen ist, ich lese immer, wenn ich neue Waffen bekomme, den Schadenswert falsch. Der aktuelle Schadenswert, den wir tragen in der Waffe, steht links. Den Schadenswert, den wir bekommen, der steht rechts. Das heißt, die Wächterlanze ist totaler Schrott. Ich hoffe, die Lanze zerbricht nicht. Das wäre total scheiße. Aber das ist eine schöne Lanze. Das Ding ist eine schöne Lanze. Aber bevor wir aufbrechen in ein neues Abenteuer, würde ich erstmal sagen, werten wir diese Lanze auf. Denn wir haben ja die Möglichkeit vom Waffenschmied. Er hat uns gesagt, hey du. Ah, hallo. Bist du ein Jäger? Ne, Cleo. Hi Cleo. Der Waffenschmied da vorne hat ja gesagt, sobald wir eine Lanze haben sollten, eine, die er verwenden kann, dann sollen wir zu ihm kommen. Dann kann er sie noch weiter aufwerten. Außerdem finde ich schön, dass da das Sora-Symbol drauf ist oben. In der Mitte. Abend. Liliana, was? Sieht man nicht oft. Du auch. Ich bin eine reisende Händlerin und überall zu Hause. Ach, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Cleo. Freut mich. Bis vor kurzem hat es mir auch ständig geregnet. Als der Regen aufgehört hat, konnte ich endlich ins Dorf der Sora kommen. Ich will ja seltene Waren einkaufen. Stör mich bitte nicht bei meiner Arbeit. Wow. Nett. So, was hat eigentlich der Grone hier zu sagen? Oder Gronin? Keine Ahnung. Ey, Grone! Ey, Grone, ich sprich mit dir! Digga! Jo! Hallo, schönes Wetter, oder? Wenn du sonst nichts zu tun hast, können wir uns ein bisschen unterhalten. Wo kommst du her? Aus Gronia. Das ist eine Stadt auf dem Weg zum Todesberg. Im Vergleich zu hier ist es dort unglaublich heiß. Was sollst du fragen? Todesberg? Wie, du hast noch nie vom Todesberg gehört. Oh, diese Augen. Was ist mit diesen Augen, Alter? What? Ich habe noch nie so viel Ausdruck gesehen in einem Goron. Ich find's herrlich. Schau dir diese Augen an. Ah, du hast noch nie vom Todesberg gehört. Das ist der riesige Vulkan, den man bei klarem Wetter von überall in Hyrule sehen kann. Für uns Goronen ist es am Todesberg ganz lauschig. Da gibt es so viele Steine, dass man immer was zu essen hat. Nein! Nicht die Steine. Du isst Steine? Ja klar. Steine schmecken super. Diese Goronen haben echt coole Ausdrucksarten. Jetzt grinst der total und es sieht aus wie so ein Haifisch. Grinsen, das ist gruselig. Oh. Oh, nee, das ist irgendwo gruselig.
Naja, bis auf die harten Edelsteine. Die, an denen beißt man sich die Zähne aus. Die sind nur zu vom Kaufen gut. Oder man lässt sie beim Schmied verarbeiten. Edelsteine beim Schmied verarbeiten lassen? Das machen wir. Hallo, Dento. Ich habe gehört, was du getan hast, Link, Recke der Hylianer. Somit kann Nifas Seele nun endlich ihren Frieden finden. Übrigens, das klang wie Teddy, holy crap. Wenn du ein Recke bist, dann müsstest du auch Lichtlanzen, das Lichtschuppenlanze und Zeremonielanze etwas für dich sein. Ja. Sollte eine davon kaputt gehen, kann ich eine neue für dich anfertigen. Ach, er macht mir neue. Oh. Aber kannst du die nicht aufwerten hier? Zeremonielanze. Huh. Okay. Ja. Die ist die Waffe der Zora Könige. Okay, wenn sie kaputt geht. Eine Zora-Lanze, ein Dia. Au. Ein Diamant und ein. 5 Feuersteine. Das ist heftig. Das sind heftige Preise. Ein Diamanten? Man kann es auch übertreiben. Gut. Gut. Eine Prüfung. Sollen wir eine Prüfung geben? Ja, das machen wir. Machen wir im nächsten Part. Dann gehen wir ein bisschen auf Prüfungsreise. Und schauen dann mal, was die ganzen Zora hier für Nebenquests haben, die wir absolvieren können. Denn ich weiß, aus einer Nebenquest bekommen wir die Zora-Hose. Und das ist irgendwo interessant. Hat Prinz Zenon eigentlich noch was zu sagen? Großartig. Link! Unser Senat hat es dir wirklich nicht einfach gemacht. Und dennoch hast du uns alle gerettet. Du Prachtstück von einem Hylianer. Hat es auch ein Schnucki. Ich möchte dir vom ganzen Herzen danken. Trotz des bescheidenen... Was? Bescheidenen Wetters? Achso. Trotz des bescheidenen Wetters, das uns heimgesucht hat, hast du deine Reise vor uns unterbrochen. Und hier hast du nicht nur Router mit Hilfe von Elektrofeilen zu Räson. Räson? Das ist mir neu. Räson? Was ist Räson? Zu Räson gebracht? Was ist das für ein Wort? Das muss ich mal nachgoogeln. Sondern auch das schreckliche Unrecht gerecht, das meiner Schwester Mifa widerfahren ist. Link, ich bin dir so wahnsinnig dankbar. Besonders dafür, dass du dir von mir die ganze Arbeit hast aufdrücken lassen. Ohne dich wäre das Dorf der Zoras verloren gewesen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, in unser Dorf zu kommen. Aha. Ich schwöre, ab heute werden wir dir zu Diensten stehen, wann immer du unsere Hilfe benötigst. Du bist wirklich spitze, Link. Ich hoffe, Link wird am Ende der König von Hyrule. Der Neue. Dann hätte er wenigstens mit allen Völkern eventuell am Ende dann eine ganz gute Koalition. Und die stehen ja alle in seiner Schuld und so. Das wäre super. Naja, nicht in seiner Schuld, sondern freundschaftlich und so. Du bist mein absoluter Lieblingsfilianer und der beste Freund, den ich mir je hätte wünschen können. Du wärst der beste Schwäger aller Zeiten gewesen, Sidon. So ein Scheiß. Das ärgert mich. Der wäre so der geilste Schwäger aller Zeiten gewesen. Oh. Mann, die hätten die bloße Kinder ausgesehen von Link und Mifa. Hätten sie Kinder bekommen. Das ist die Voraussetzung. Wäre interessant geworden. Gut, aber ich bin raus an der Stelle. Ich danke fürs Zuschauen und sage, naja, bis dahin. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.